Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Blog von Wichert und Stehr Teich- und Gewässerservice. Thema soll es heute sein: Oberflächenbelüfter und wozu man die überhaupt braucht und wofür sie gut sind, wo man sie erwerben kann. Also Oberflächenbelüfter sind Geräte, schwimmende Geräte, sowohl als mit Tauchmotor oder auch untergetauchter Motor, die Wasser bewegen, teilweise in die Luft schmeißen, um dort das Wasser mit Sauerstoff anzureichern. Wichtig zu wissen dabei ist, dass das Wasser nicht mit rein Sauerstoff angereichert wird, sondern mit atmosphärischem Sauerstoff. Also die Geräte sind dafür da, um Produktionswasser, wie zum Beispiel hier bei einer Forellenzuchtanlage, zu optimieren oder den Sauerstoffgehalt einfach zu sichern oder bei Koi-Teichen oder Koi-Teichbesitzern auch den Sauerstoffgehalt im Wasser zu sichern. Da gibt es noch das Gerät von Linn AquaControl One. Das ist quasi eine Sauerstoffsonde, die permanent im Wasser den Sauerstoff misst. Und das Gerät kann man einstellen, dass wenn der Sauerstoffgehalt unter ein gewisses Niveau fällt, so ein Gerät dann anspringt und den Teich mit Sauerstoff versorgt. Diese Geräte werden häufig auch bei Angelvereinen eingesetzt, die Probleme haben mit Sauerstoffgehalten im Wasser. Und wir als Firma nutzen die Geräte auch noch zur Vermietung. Zum Beispiel, wenn es mal zu einem Fischsterben gekommen ist, kann man die Geräte bei uns mieten. Und wir gewährleisten quasi so eine Sauerstoffversorgung wieder im Gewässer, um so eine Schadensbegrenzung durchzuführen. Das heißt nicht, dass wir mit diesen Geräten in öffentlichen Gewässern Fischsterben vermeiden können oder wollen, das geht gar nicht, aber wir können, wenn es zu einem Fischsterben gekommen ist, doch eine gewisse Schadensregulierung aufarbeiten oder stattfinden lassen. Diese Oberflächenbelüfter gibt es für jeden Gebrauch, natürlich auch bei uns auf der Homepage erhältlich in verschiedenen Größen. Es gibt kleine Geräte, die haben ungefähr 5 Kilo Gewicht, aber es gibt aber auch Geräte, die schon bis zu 30 Kilo wiegen können. Die kann man aber immer noch bequem zu zweit tragen, so wie wir das ja doch recht häufig machen müssen. Von dem Wirkungsbereich, was so ein Gerät gewährleistet, oder wichtig zu wissen für euch vielleicht auch, große Geräte haben einen Wirkungsbereich von stattliche 55 Metern und saugen das Wasser schon aus 2 bis 3 Metern Wassertiefe an. Also da ist schon ordentlich Wirkungsgrad dahinter. Die kleineren Geräte haben einen Wirkungskreis, je nach Gerät natürlich, von 5 bis 18 Meter, ist auch schon nicht ganz ohne, und haben dann eine Saugtiefe von ungefähr 1,20. Wichtig zu wissen für euch ist vielleicht, wer überlegt, sich so ein Gerät anzuschaffen, die Stromaufnahme oder die Motorleistung bei den großen Geräten von 0,2 kW bis 1,1 kW und bei den kleineren Geräten von 35 Watt bis 200 Watt. Es gibt natürlich, wie ich schon gesagt habe, verschiedene Oberflächenbelüfter, welche mit Aufsetzmotor, wo der Motor, der das Ganze antreibt, auf dem Gerät oben drauf sitzt. Es gibt aber auch welche, die haben den Motor direkt im Wasser stationiert. Dann gibt es Geräte oder Wasserbelüfter mit Springbrunnenauswurf, die das Wasser in die Luft schön hochschmeißen. Das ist hervorragend geeignet für Golfanlagenbetreiber oder städtische Parkanlagen. Da sieht das nämlich noch richtig klasse aus, was fürs Auge, und hat noch einen positiven Effekt. Dann gibt es unter anderem auch Schaufelradbelüfter oder sogenannte Aquawheels. Schaufelradbelüfter zeige ich euch dann im Anschluss. Dann gibt es noch Oberflächenbelüfter mit Jetantrieb oder also eine direkte Injektion, das heißt, der Motor saugt Sauerstoff an über einen Schlauch, der sich natürlich über dem Wasserniveau befindet, und presst dann die atmosphärische Luft in das Wasser rein. Das ist ein sehr gutes Gerät, gerade für die Koi-Teich- oder Hobby-Fischteichanlagenbetreiber, weil diese Geräte extrem leise sind und man sozusagen mit der Nachbarschaft nicht in Konflikt kommt. Hier auf der Forellenzuchtanlage gibt es noch ein weiteres Gerät, nämlich einen Schaufelradbelüfter, wie schon eben erwähnt. Und den schauen wir uns zusammen jetzt an. Kommt einfach mal mit. Thank you.
das ist nun das andere Gerät bzw. der andere Oberflächenbelüfter, den ich euch noch zeigen wollte. Das ist ein sogenannter Schaufelradbelüfter. Dieser wirft teilweise Wasser auch nach oben, aber bewirkt in erster Linie eine Oberflächenströmung, hervorragend geeignet für Forellenteichanlagen oder Forellenzuchten, die quasi eine Strömung den Fischen anbieten möchten. Und dazu noch die Ausscheidung oder Detritus, Schlammprodukte aus dem Teich, Aufzuchtsteich ausströmen möchte. Und dann kommt der ganze Schlammsubstrat, Detritus in den sogenannten Schönungsteich. Das ist ein separates Thema für sich. Ja, wie das Gerät funktioniert, zeigen wir euch jetzt. So, ihr könnt nun sehen, wie das Gerät arbeitet. Die Schaufeln drehen sich und bewegen das Wasser. Wer nun denkt, okay, da können ja sogar Fische verletzt werden, das ist ganz richtig. Es gibt weitere Geräte, die arbeiten mit Bürsten, mit ganz feinen Bürsten, die sich dann einfach flexibel sind. So, wenn da größere Fische oder kleine Fischbrut sich aufhalten sollte, die nicht beschädigt wird.